Irgendwann einmal begegnet sich Hans-Dietrich Genscher selber in der Luft. So spotteten Zeitgenossen über den rührigen FDP-Außenminister. Die halbe Amtszeit im Flieger, doch auf Schlaf hat er nie verzichtet. Ich habe, Gottlob, die Fähigkeit, unter allen Umständen zu schlafen. Was oft bewundert worden ist, dass ich im Auto, wie im Flugzeug, wie im Hubschrauber gut und auch nur kurze Zeit, wenn es nur zur Verfügung steht, schlafen kann. 1927 geboren, wächst Genscher in Halle an der Saale auf. Der DDR drehte er 1952 den Rücken und organisiert 1989 maßgeblich den Untergang des Honecker-Regimes mit. In Polen und Ungarn unterstützt Genscher die Reformbewegung, erreicht in Prag und Warschau die Ausreise der DDR-Flüchtlinge aus deutschen Botschaften. Der eiserne Vorhang fällt endgültig. Es vollzog sich im Grunde etwas, was sich seit langem angekündigt hatte, nämlich, dass man auf Dauer ein Volk nicht teilen kann, einen Kontinent nicht teilen kann. Genscher handelt mit Kohl zusammen bei Gorbatschow die Bedingungen der deutschen Einheit aus. Am Beginn der großen politischen Laufbahn steht aber eine Katastrophe. Als Willy Brandts Innenminister erlebt Genscher im Sommer 72, wie Palästinenser israelische Sportler bei den Olympischen Spielen in München ermorden. Er ruft die Antiterrorgruppe GSG 9 ins Leben. Das ist ein dieses schreckliche Gefühl der Ohnmacht, nicht helfen zu können. Ich hatte ja damals angeboten, dass ich als Geisel für die israelischen Sportler mich in die Hände der Geiselnehmer begebe. Bundeskanzler Schmidt holt den Liberalen 1974 ins Außenministerium. 1982 stürzt Genschers FDP den Sozialdemokraten, ebnet Helmut Kohl den Weg an die Macht. Nach 18 Dienstjahren nimmt Genscher freiwillig Abschied 1998 die letzte Rede im Parlament. Bis zuletzt nimmt Hans-Dietrich Genscher am öffentlichen Leben teil und nicht zuletzt immer wieder als Ratgeber in außenpolitischen Fragen.